Hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, Hearts of Iron 4. Steuerung back ich mal wiederum, kann die Steuerung nichts für. So, weiter geht's mit unserem kleinen Russland-Feldzug oder Sowjetunion-Feldzug, besser gesagt. So, das letzte Mal. Ich muss gerade ein bisschen sammeln, wo wir stehen geblieben waren. Erstmal die hier. Da hatte ich mal drüber nachgedacht, die einfach dem hier zu unterstellen, weil. Ja, die bringen mir hier oben eh nichts mehr. Von dem her helfen die mir hier unten wahrscheinlich deutlich mehr. Okay, das sollte jetzt nicht unbedingt lang. Stopp. So. Gut, hier haben wir uns relativ festgebissen. Der Sowjet fährt hier gerade mal wieder eine Offensive, die uns allerdings ja, relativ egal sein kann, weil er kommt hier nicht weit. Hat hier auch schon Nachschubprobleme. Maximum inzwischen von 70. Okay, aber das ist die bewegende Einheit, nicht die stehende Einheit. Dann ist es okay. Oh, hier haben wir ein kleines Problem. Da geht ihr mal bitte da hoch, dass wir das hier halten. So, ich habe mir jetzt gerade mal ganz kurz die Krim hier geben lassen. Warum? Dass wir hier so ein bisschen eine Defense-Position im Zweifel mal aufbauen können. Das bedeutet, hier bauen wir mal jeweils drei Bunker hin, sodass wir hier safe sind. Ja, neue Aufnahmesession, von dem her muss ich mich gerade mal so ein bisschen sortieren. Hier sieht alles ganz gut aus. Die Unterdrückung funktioniert einwandfrei. Manpower könnte langsam ein bisschen knapp werden. 3,5 Millionen haben wir knapp, noch 600 sind übrig. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterverfahren. Hier, das müssen wir auf jeden Fall halten, sonst kriegen wir ein Problem. Oder wir brechen hier mal ein bisschen durch, weil das können wir uns gerade leisten, aber nicht mit allen. Lass mal zwei noch stehen, die sich eingraben können. So, jetzt mal auf drei, ein bisschen runter. Bin ich das, der hier angreift? Ja, war ich. War blöd. Was wir aber hier mal machen können, ist... Achso, haha, passt nicht. Okay, kommt ihr hier durch? Das wäre mal ein interessanter Spot, um hier die Frotten ein bisschen zu verbinden. So, das ist okay. Was brauchen wir denn? Einen Tungsten... nee, das lohnt sich nicht. Holen wir uns noch eins von United States. Das ist okay. Wir haben zwei Kriege. Das ist okay. Wir können hier noch was holen. Ich glaube, hier war nichts. Deal Option Factor. Ja, im Prinzip können wir uns den holen. Der schadet nicht und er hilft ein bisschen. Political Power brauchen wir definitiv nicht. Ja, komm, wir holen jetzt mal die beiden. Improved Fallacious LA. Und zwar der mit, wo war er denn gerade? Smooth Talking Trade. Deals, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist okay. Export Focus ist auch in Ordnung. Obwohl wir, doch, Export Focus ist in Ordnung, weil wir forschen noch. Ne? Ein Export Focus gibt ja, Research von 5%. Free Trade könnte man noch ansetzen, aber das ist ein bisschen zu viel. Limited. Ist dann her, genau, sind minus 5%, hier haben wir nur 1%. Außerdem haben wir hier deutlich besseren Factory Output. Das ist okay soweit. Das passt. Ich hoffe, dass es eine Offensive der Franzosen ist. Genau, okay. Man hat jetzt schon Angst, dass es die Spanier sind, die hier angreifen. Da hätte man ein echtes Problem gehabt, aber so ist es vollkommen in Ordnung. Das hier sieht auch okay aus. Hier laufen die Briten mal wieder dumm durch die Gegend. Können sie gerne tun, ist ja nicht mein Problem. Okay. Das passt, das ist okay. Gut, dann lassen wir mal weiterlaufen. Wir hoffen, dass wir hier keine Probleme kriegen und hier stehen bleiben können. Das wäre so ziemlich der Worst Case, wenn wir die Position hier... Wow! Wenn wir die Position hier verlieren würden. Oh, gut. Scheint so, als hätten wir es jetzt gerade endgültig gewonnen. Passt soweit. So, ihr werdet hier wahrscheinlich nicht viel, obwohl doch, ihr könntet darüber brechen. Mal gucken, ob das lohnt. Hier brechen wir auch durch. Das sieht ganz gut aus. Hier mussten wir uns zurückziehen. Was jetzt aber auch nicht unbedingt tragisch ist, haben wir hier eine Grenze. Ja, haben wir. Muss stehen bleiben. Hier pusht mal da rein. Genau, mal gucken. Irgendwo an einigen Stellen dürften sich ziemlich aufgerieben haben. Und die Stellen suche ich jetzt gerade und versuche die. Zu contesten. Okay, nee. Dann eher mal da rein und hier weiter. Genau, hier werden wir direkt wieder zurückbrechen, wenn wir das machen. Versuchen wir auch gleich weiter durchzubrechen. Gucken, ob das funktioniert. Da brechen wir durch. Das sieht okay aus.
Ja, okay, das können wir uns schenken, den Angriff. Der ist eigentlich doof. So, hier sind wir weiter rausgekommen. Jetzt können wir gucken, ob wir den Angriff hier fahren können. Wo geht ihr hin? Okay, hier kommt man darüber. Wird vielleicht bei dem einen oder anderen Durchbruch noch helfen. Ja, so, Research. Genau, wir hatten gerade das Thema, na, hier Panzererweiterung erforscht. Das sieht gut aus. Hier sind wir auch am Forschen. Das passt. Wir könnten hier auf die neue Artillerie gehen. Breakthrough von 8, Breakthrough von 7. Soft Attack 40, 32, Reliability, Piercing 5, gleich mit der. Ja, so viel besser ist die nicht. Was haben wir hier? Breakthrough und Soft Attack ist stärker, Defense ist dafür schlechter. Günstiger, okay. Wenn wir hier hingehen, haben wir die beiden vergleichen. Das gibt halt einen unglaublich guten Breakthrough. Piercing ist wenig, aber Piercing ist nicht mal ein Problem. Gerade die Überlegung hier rüber zu switchen auf die andere Infanteriewaffe. Oder wir gehen auf die neuen Panzer. Ah, hier könnten wir Tiger bauen, das ist geil. Wir sind bei 43. Was fehlt uns denn? Tactical Bombe, okay. Taktische Bombe. Ja, können wir gar nicht produzieren. So, jetzt. Ah, okay, das wäre nochmal eine interessante Idee. Da haben wir nämlich auch nicht weitergemacht. Okay, dann gehen wir hier auf End und Decryption erstmal. Ihr drei bitte. Ist das Sumpf? Ja, das ist Sumpf. Dann geht ihr bitte hier hin. Okay. So, dann versuchen wir nämlich mal, hier ist ein bisschen Hügel, das ist nicht ganz so schlimm. Versuchen wir von hier durchzubrechen mit dem Panzer und gucken, ob wir da was erreichen können. Einer fährt mal dahin, drei vertreiben den weiter und da geht's weiter. So. Okay, hier sollen wir ganz kurz den Angriff einstellen. Ja, hier kommen wir weiter durch, wunderbar. Warum auch immer ich hier geschlagen werde und trotzdem hier durchkomme. Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Aktion, aber das holen wir uns gleich wieder. Ihr könnt es mal bitte anhalten. Das macht an der Stelle keinen Sinn. Jetzt haben sie natürlich mir hier meine Panzer abgefangen. Okay, die drei kommen aber zurück. Das heißt, die Schlacht gewinnen wir problemlos. So, den Flughafen schalten wir aus. Sehr gut. Dann kommst du darüber. Und wenn du das hast, fährst du dahin zurück. Und euch drei gucke ich mal, ob ich da oben das Ding da schlagen kann. Okay, weiter zurückdrängen. Jetzt kommt er hier mit Infanterie zurück. Sehr schön. Wir gucken, dass sie mich hier nicht überrennen. Das ist eigentlich so das Einzige, worauf ich achten sollte. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Das noch aufmachst, soll das eigentlich funktionieren. Ihr haltet hier, sehr gut. Ihr haltet hier auch, sehr gut. Gut. Ja, hier unten, das gefällt mir nicht so. Ich käme zwar nach vorne, aber ich komme nicht wirklich nach vorne. Gehen wir hier durch? Jawohl, dann kriegen wir da unten schon mal keine Verstärkung mehr rein. So, hier gucken, dass ich mich nicht aufpassen, dass ich nicht überrascht werde und wieder einen Haufen Panzer verliere. So, ihr geht dahin. Du schiebst eins vor. Du bewegst dich schon nach vorne. Du schiebst darüber, dass es da nicht abgekappt wird. Wunderbar. Das halten wir aus. Mittlere Panzer. Ja, perfekt. Also die sowjetischen mittleren Panzer schaffen es ja nicht mal meine zu piercen. Das ist ja optimal. Okay, ihr greift mal hier an. Die Hälfte von euch hilft mal damit. So, mal gucken, ob wir den da einkreisen können. Guckst, dass wir hier nicht umfahren werden. Wunderbar. Okay, kommt
wir dadurch. So, 617.000 Mann. Ich muss halt immer die Manpower so ein bisschen im Auge behalten. Das ist eins meiner größten Probleme an der Stelle. Ja, dann werde ich hier angegriffen. Hier guckt mal, dass ihr darüber kommt. Du hältst die Position wunderbar. Okay, du bleibst mal hier bitte. Und greifst jetzt an. Ne, immer noch nicht. Okay, ah, gut, das liegt am Flussüberquerungsmalus. Der ist natürlich riesig für Panzer. Irgendwie auch logisch, ne, dass ein Panzer jetzt nicht unbedingt optimal darin ist, über den Fluss drüber zu setzen. Okay, dann bleibt doch mal hier stehen. Könntet ihr euch mal ein bisschen bewegen, ey? Zwei Stunden, eine Stunde, Stunde. Gut. So, jetzt brechen wir hier mal durch. Danke. Ihr haltet mal an. Die Panzer. Die Panzer, die Panzer, die Panzer. So. Die Panzer stoßen hierhin vor. Die Hälfte der Infanterie stößt hierhin vor. Okay. Das wird nichts, dann bleiben wir hier erstmal stehen. Die Bunker sind am Start. Wunderbar, zumindest der erste Bunker ist am Start. Sogar langsam drüber nachdenken. Du ziehst mal darüber und du ziehst. Ne, stopp. Zwei von euch ziehen darüber. So, nächster Versuch da durchzubrechen. Kriegt ihr den platt? Jawohl, kriegt ihr. Und wenn ihr den platt kriegt, kriegt. Nein, ah, Mist. Ihr den auch platt. So, hier sortieren wir uns neu. Das könnte für ihn zum Problem werden. Die Briten laufen wieder quer durch Europa. Wie sieht es denn hier aus? Na, die Franzosen killen ihre Manpower lustig vor sich hin. So, Flugzeuge. Wo haben wir denn Jäger? Das sind meine Jäger, ne? Die sollten mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das sind strategische, ne, taktische Bomber, okay. Kommt ihr hier durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich mir mal gedacht. Stehen bleiben, danke. Alle stehen bleiben bitte, danke. Irgendwelche Pläne aktiviert oder warum rücken die immer wieder vor? Geht ihr drei da mit hin? Das könnte vielleicht helfen. So, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Da sind wir vorgestoßen. Perfekt. Ja, ne, mal nicht. Ich bleib schön stehen. Kein Angriff, danke. So, ihr zwei greift da mal an. Ja, wunderbar. Im Gebirge Panzer zerlegen. Das macht natürlich Spaß. Es geht wunderbar. Freies Frankreich. Her damit. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz nochmal Produktion ein bisschen checken. Ich glaube, wir könnten effektiver in der Produktion sein. Und zwar, was... Ich bräuchte dringend Jäger, ne? Ja, Jäger. So, das sieht... Das ist eigentlich ganz okay. Das ist so ein bisschen ein Problem. Medium Tanks sind so ein bisschen das Problem. Ja, eigentlich fehlt es so ziemlich an allem. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. So. Ja, das sieht gut aus. Zack, zack. Zack. Da könnte man noch was hinsetzen. Ja, so können wir es lassen. Da mal ein bisschen mehr Fabriken an den Start kriegen. Ja, schön, wenn wir mit der Infanterie dann irgendwann mal auch die Panzer zerlegen können. So, nachstoßen. Na gut, hier geht es jetzt an die immer noch Hills, das ist okay. Problematisch wird es, wenn es keine Hills mehr sind, sondern wir von. Wenn es Richtung Gebirge geht.
So, hier halten wir noch. Okay, wunderbar. Auch ein Flugplatz weg. Da war aber recht hilfreich. Wenn man Feind mal Flughäfen wegnimmt. Hier oben halten sie immer noch. Mal gucken, wie es in Spanien. Ich habe halt die Angst, wenn sie hier fallen, dass es dann in die andere Richtung geht. Und hier ist halt echt Potenzial, dass sie fallen. Ja, hier gibt es die ersten Niederländer, die Landung versuchen. Hier sind schon Niederländer gelandet. Das hier scheint auch eine Landungsoperation zu geben. Keine Ahnung, wo sie sein wird, aber egal, irgendwo werden sie wohl landen und werden dann auch in Land kommen. Sieht jetzt nicht aus, als hätten sie eine Schlacht. Machen wir zwei dahin. Schiebt den mal eins zurück. So, da kommen wir durch. Genau anders. So kommen wir dann nämlich auch durch. Da unten sieht es eigentlich gerade ganz gut aus. So, wie sieht es denn hier mit feindlichen Schiffen aus? Zwei. So. Drei feindliche Schiffe sind am Start. Ich sollte jetzt doch mal wieder hier gucken, dass wir ein bisschen Search and Destroy machen. Ups. Search and Destroy machen, dass wir die Hoheit hier endgültig schaffen. Also er hat ja jetzt wenig Häfen, ne? Also er hat noch einen ganzen Hafen, zwei, da oben hat er noch einen Hafen, zwei Häfen am Start. Was natürlich nicht unbedingt top ist für die Verpflegung, beziehungsweise für die Versorgung der Truppen und vor allen Dingen für die Marine. Da könnten wir was hinkriegen. Hier sieht es ganz gut aus, hier sieht es ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier die Landung. Keine Ahnung, wo die landen wollen. Ich mir jetzt erstmal an und ich glaube, sonst wird nicht viel passieren. So, ne, den holen wir uns von hier. Okay, war keine Landung, die sind einfach nur hier hingefahren. Gut, zurück zum Text. Sehr gut, hier sind wir über den Fluss drüber. Ne, hier bitte. Hier kommen wir durch, das haben wir auch. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir die Grenze nicht so groß mache. 23 Divisionen sind jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Und wenn Panzer hier hinten halten müssen, ist natürlich eh ein bisschen ungeschickt. Kommen wir da rein? Kommen wir mit euch da rein? Ne, auch nicht. Okay. Dann bitte einmal stoppen. So, Versorgungs... Supply Areas hier unten sehen sie gut aus, da oben sehen sie schlecht aus, ist aber auch nicht mein Hauptfokus, sondern hauptsächlich Briten. Könnte ich vielleicht sogar eher nochmal drüber nachdenken, ein bisschen zurückzuziehen, ein bisschen weiter hier runterzuschieben. Obwohl, ganz so weit doch nicht, ich kenne ja unsere britischen Freunde, wir gehen mal bis hier hin. So, das halten wir ganz gut. Gut. Das haben wir auch gleich. Hier nehmen wir die Hälfte und die geht mal dahin. Weil den kriegen wir trotzdem, aber ich hätte gerne den Panzer da unten noch. Okay. Stopp! Genau, das ist jetzt der Punkt. Hier fangen wir an, ein bisschen zu stark auszudehnen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Halt den mal ganz kurz. Muss ja nicht lange sein. So, da kommen wir raus, da kommen wir durch. Das ist wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Kannst du da was machen? Mal da was machen, ihr seid genug. Und ihr mal da was machen. Sollt ihr nach Kiew kommen? Ne, stopp, ihr sollt dahin. Gucken, ob wir da unterstützen können bei dem Angriff. So, das sieht okay aus. Ne? Panzer sehen sie noch schlechter aus als wir. Okay, da kam einiges zurück. Dann mal bitte alle ganz kurz stoppen. Sauber aufsetzen, sauber verteilen. Sind jetzt einiges an Truppen dazugekommen. Gut, das ist okay. Da hinten sieht es immer noch gut aus. Die Briten sind auch noch nicht besiegt worden. Mal ganz kurz einen Blick auf Japan werfen.
Da tut sich eigentlich auch nicht viel. Wir schieben hier natürlich deutlich nach vorne. Panne besiegen hier die Franzosen. Mit wie vielen Divisionen die hier rumstehen? 61% der Tischen. Okay, da ist Bewegung mit drin. Die sind nicht in Bewegung. 21% der Tischen. Anstatt die einfach zu überrollen mit ihren 50 Einheiten, ne, 15, stehen sie da rum und lassen sich abschlachten. So. Okay. So, das kommt alles aus der Bewegung. Dann ist es okay. Gut, dann hier weiter im Text. Ziel ist es, hier eine Verbindung zu schlagen. Von dem her kommt immer ganz kurz her. Und holt euch mal den, ladet mal den Befehl auf. Upgrades, wow, Reinforcements, ne? Sieht echt gar nicht mal so gut aus an der Stelle. Die war stoppt, das lohnt sich nicht. Da unten lohnt sich es, da nicht. Okay, hier halten wir, hier halten wir, stehen wieder kurz vor Kiew. Wunderbar. Halten. Bewegt euch da runter. Okay. Gut. Ja, es ist mühsam. Ja, okay, die haben wieder einen Haufen Truppen dann drin, ne? Okay, dann. Mal weg. Ihr geht aber bitte wieder in den Hafen. Falls ihr es überleben solltet, ja, wichtige Voraussetzung. Produziere ich denn noch Schiffe? Ja, ich produziere immer noch Schiffe. Österreich-Ungarn Flotte 1. Ja, okay, perfekt. So, das passt halbwegs, das passt halbwegs. Das sieht gut aus, da komme ich nicht drüber. Das ist okay. Die Panzer hätte ich gerne mal. Hätte ich die denn gerne? Eigentlich passen sie ganz gut. So, wie sieht es denn hier mit Schiffen aus? Kommt schon, Jungs, einfach verpissen. So, genau. Zeit ist um. Sorry, 22 Minuten sind schon wieder vorbei. So langsam geht es vorwärts, immer noch in sehr, sehr kleinen Schritten. Aber hier haben wir uns schon mal gefestigt. Hier können wir unter Umständen eine Verbindung schlagen. Dann haben wir relativ große Gebiete eigentlich rausgefressen. Was dann auch bedeutet, wir könnten hier endlich mal mit Druck hier rüberschieben und die Ölreserven. Nee, was sind die Ölreserven hier? Die Ölreserven abkappen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dann. Ciao, ciao.